Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 19. Juli 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Jetzt eine etwas kryptische Nachricht. Sehr wahrscheinlich wird es auch nächste Woche kein Tageshoroskop geben. Das steht aber noch nicht hundertprozentig fest. Also theoretisch könnte es sein, dass es Montag dann doch ein Tageshoroskop gibt, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass nicht. Nur, dass ihr vorbereitet seid für diejenigen, die ohne mein Tageshoroskop nicht mehr so gut leben können. Okay, ja, wie sieht's aus jetzt astrologisch? Am Wochenende ist auch wieder einiges los, unterschiedlichste Aspekte. Fangen wir vielleicht mal mit der Venus an. Die Venus, Planet der Liebe und der Werte, steht hier im Krebs, ist also sehr emotional geprägt, daher auch viele Emotionen in unseren Beziehungen. Hier in Verbindung mit dem Mondknoten ist sie sozusagen auch herausgehoben in ihrer Bedeutung. Und die Venus läuft in die Opposition, also gegenüber vom Pluto, was sie am Sonntagmorgen erreicht, was also jetzt drauf zuläuft. Und Venus-Pluto bedeutet auch nochmal, sich Schatten- und Angstanteilen zu stellen, möglichen Verlusten auch. Vielleicht muss man auch damit leben, dass eine Beziehung auseinandergegangen ist und sich nicht wieder zusammenfügt, zumindest allzu bald nicht. Oder dass man den geliebten Menschen nicht für sich erobern kann. Oftmals bedeutet eben hier Pluto auch die Auseinandersetzung mit Wandlung und eben auch damit mit Schattenanteilen und eben auch damit, oft fordert Pluto, ist ja der Planet des Todes, irgendeine Art von Verzicht von uns. Manchmal muss erst etwas sterben, damit daraufhin etwas anderes, Neues neugeboren werden kann oder wiedergeboren werden kann, so wie es ja auch heißt, irgendwie der gute Spruch, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Auf der anderen Seite bedeutet Venus-Pluto auch eben möglicherweise eben, wie gesagt, die Auseinandersetzung eben auch mit unseren Schattenanteilen. Bei Venus vielleicht noch auf einigermaßen angenehme Art die Möglichkeit wirklich auch zur Wandlung und zur Transformation. Merkur rückläufig noch bis Ende des Monats. Ist gerade dabei, zurück in den Krebs einzukehren, was heute Morgen um 9:07 Uhr passiert oder passiert ist, wie man so will. Und geht noch irgendwie bis zum 24. Grad Krebs zurück, bis er Ende des Monats wieder direktläufig wird am 1. August. Und auf diesem Rückwärtsgang durch den Krebs, also wie ich gestern schon sagte, jetzt keine gute Zeit, Dinge grundsätzlich zu entscheiden. Man kann zwar Dinge besprechen, muss aber damit rechnen, dass das, was man bespricht, sich vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen, dass das nicht mehr so zählt, weil der rückläufige Merkur oftmals nicht alle Informationen zur Verfügung hat und es fehlt uns dann eben etwas. Außerdem kann es sein, dass man eben etwas verwirrt ist und nicht die richtigen Worte für die richtige Sache findet. Also gut überlegen, was wir zu wem wann sagen. Auf diesem Weg rückwärts durch den Krebs begegnen sich Sonne und Merkur am Sonntagmittag. Das bedeutet, dass von dort an der Merkur hinter der Sonne läuft. Sie entfernen sich natürlich, die Sonne läuft weiter in Richtung Tierkreis. Der Merkur zurück. Es wird bis in September dauern, bis der Merkur die Sonne dann wieder eingeholt hat. Die Sonne übrigens hier heute im 27. Grad des Krebs, also auch die Krebszeit in diesem Jahr geht allmählich zu Ende. Am frühen Dienstagmorgen kommende Woche wird die Sonne dann in den Löwen eintreten und für die nächsten 30 Tage im Löwen laufen. Krebs und Löwe sind ja sehr unterschiedliche Zeichen. Der Krebs als Wasserzeichen ist sehr introvertiert, also die Energie geht mehr nach innen, während der Löwe sehr extrovertiert ist, die Energie geht nach außen, wie ja auch Feuer nach außen sich ausbreitet. Und das ist dann schon eine große Phasenverschiebung, die dann nächste Woche stattfinden wird. Dann zum Mond als Tagesanzeiger der Energien. Der Mond heute am Freitag noch im Zeichen Wassermann, etwas rebellisch gegen an, Freiheit liebend, Freiheit suchend.
auf der Suche immer nach Menschen, die ähnlichen Geistes sind wie er selber. Dieser Mond wird aber heute in die Fische wechseln, und zwar um 23.20 Uhr. Also über den Tag haben wir ihn noch im Wassermann. Dann eben späten Abend geht es in die Fische, sodass wir so zwischen kurz vor 11 und Mitternacht Mondwechselenergie haben. Das kann eine etwas merkwürdige, komische Energie dann sein. Mit dem Mond im Wasserzeichen Fische sind dann die Emotionen sehr, sehr stark. Wir haben dann eben morgen zum Beispiel und auch Sonntag Mond im Wasserzeichen Fische, Merkur, Sonne und Venus im Krebs. Also das Wochenende sehr, sehr emotional nochmal. Da können nochmal alle Emotionen hochkommen und gefühlt werden und sich bemerkbar machen, die sich so in den letzten Zeiten aufgestaut haben oder die so da sind. Der Mond wird erst am Montagmittag um 12:03 Uhr in den Widder wechseln und da dann am Abend über Chiron gehen und nochmal die ein oder andere Verletzung anzeigen. Also sehr unterschiedliche Energien am Wochenende, sehr emotionale Energien. Was kann man da tun? Gilt so ein bisschen diesen Spagat zu vollziehen, dass wir einerseits in der Beobachterrolle bleiben, also uns nicht hundertprozentig mit unseren Gefühlen, gerade auch mit den Negativen natürlich, identifizieren, weil wir dann jegliche Form der Möglichkeit, diese zu verändern, einbußen. Dann sind wir im automatischen Ablauf. Andererseits gilt es aber auch, nicht zu distanziert zu sein, sondern auch die Gefühle einzuladen, also sie nicht abzulehnen, sondern sie einzuladen und trotzdem in einer gewissen Beobachterrolle zu bleiben. Das wird wohl ohne ein gewisses Geistestraining oder Achtsamkeitstraining oder Meditation schwierig sein. Aber es gibt ja auch genügend Menschen, die Emotionen lieben. In gewisser Weise tun wir ja alles, um emotionale Spannung und Energien zu erleben. Ich wünsche uns allen ein schönes Wochenende, einen guten Freitag, eventuell eine tolle nächste Woche und werde dann auf diesem und auf dem anderen Kanal auch bald wieder auftauchen. Bis dahin alles Liebe und Tschüss.